Mittelzeit und oh, Nummer 555. Was könnte jetzt wohl kommen? Ja, blöde Frage. Ich habe mal einen Bausatz mit einem 555-Timer rausgesucht. Ich würde sagen, den gucken wir uns dann heute mal an. 555, wenn euch das nicht sagt, das ist so einer der klassischen Chips, die ja sehr verbreitet sind, die nichts anderes machen als meistens oszillieren oder Zeiten messen, irgendwas in die Richtung. Und kann man zum Beispiel irgendwelche Sachen bauen, die nach einer gewissen Zeit ausgehen oder nach einer gewissen Zeit angehen oder die immer wieder in einem gewissen Takt an- und ausgehen. Und ja, dafür hat man früher häufig 555 benutzt. Heute, klar, Mikrocontroller ist in meisten Fällen jetzt auch nicht so viel teurer und flexibler, aber ja, so ein Timer IC, den kann man relativ simpel benutzen, braucht nur ein paar Widerstände und Kondensatoren außenrum. Und entsprechend wurde der auch häufig benutzt und wird auch immer noch. Das Ding hier ist offensichtlich irgendwas, was Sound macht. Danach zu urteilen, dass hier ein entsprechender Lautsprecher mit dabei ist. Und ja, ansonsten haben wir einen Schaltplan und wir haben irgendwas auf, ich schätze Chinesisch, was mir nicht viel sagt, außer 4 bis 7 Volt. Okay. Ich meine mich noch dunkel zu entsinnen, dass das hier ein Türklingeltongenerator werden soll. Dann, ja, gut. Aufbauanleitung gibt es anscheinend nicht. Sortieren wir mal, was wir hier kriegen. Und schauen dann mal, ob wir damit weiterkommen. Okay, das sieht auf jeden Fall einfach aus. Wir haben hier unsere 5 Widerstände, alle wohl der gleiche Wert, wenn ich richtig sehe. 2 kleine Dioden, 3 mal 103, das müsste 100 Nanofarad sein. Ein 100 Mikrofarad, ein 10 Mikrofarad Kondensator, paar Kabel, Taster, Sockel und der Lautsprecher. Ja, ansonsten eine einseitige Platine und glücklicherweise alles beschriftet. 47 Kilo um die Widerstände wohl. Und wenn ich richtig sehe, brauchen wir sogar nur 4. Das Einzige, was im Moment für mich nicht 100% klar ist, ist die Frage, wo unsere Elkos hinkommen. Ich meine, die kommen hier oben hin, soweit so klar, aber das steht bei allem 10 Mikrofarad dabei. Ja, ich meine, der Kreis hier links ist kleiner, das heißt, ich gehe sehr stark davon aus, hier gehört der 10er hin, hier der 100er. Und ja, hier Speaker, hier plus minus Eingang. Klingt alles so, als ob wir das hinbekommen können. Ja, ich würde sagen, ich suche mir mal einen Lötkolben und dann gehen wir mal ans Werk hier. Dann würde ich sagen, los geht's. Und am sinnvollsten fängt man mit den Dingen an, die am kleinsten sind. Das wären hier im Fall die Dioden. Diode D, hier unten ist ein D1, D2. Muss man jetzt aufpassen, hier auf dem Glaskörper von der Diode ist eine Linie abgedruckt. Die muss dann entsprechend hier auch zur Linie. Das sollte machbar sein. Praktischerweise alles hier schön nebeneinander. Das hilft natürlich ungemein. Das heißt also einfach umknicken, durch mit den Beinchen. Dann passt das. Das ist natürlich ein Einsteiger-Kit. Professionellere Sachen heutzutage, die sind eher SMD. Da hat man keine Beinchen, die man durch Platinen steckt, sondern einfach nur Bauteile, die dann direkt auf so ein Board drauf gemacht werden. Aber wenn es darum geht, Leuten Löten beizubringen, ist hier sowas natürlich ganz praktisch. Oder, wie wir das jetzt hier machen, um uns selber mal irgendwas mit dem 555 zu bauen. Dann muss ich mir nämlich hier nicht selber noch eine Schaltung ausdenken, sondern habe etwas. Und ja, wenn es wirklich eine Türklingel ist, dann ist es sogar etwas, was wir halbwegs hier brauchen können. Denn irgendwie Gebimmel kann man immer brauchen. So, holen wir uns als nächstes mal die Widerstände. Da hatten wir gesagt, wir haben nur 4, die wir brauchen. Die mal hier aus diesem Band befreien. Und dann geht es genauso. Widerstände dabei keine Richtung. Das heißt also, die können wir im Prinzip hier hinmachen, wo wir wollen. Ich gucke trotzdem, dass wir meistens eine Richtung haben. Bei vielen Platinen ist es sinnvoll. So kann man dann später nämlich nachvollziehen, welche Farbringe da drauf sind. Hat immer dieselbe Richtung, die man lesen muss. Diese Farbringe geben halt den Wert an. Hier bei der Platine ist es egal, denn wir haben ja gesehen, ist ja nur ein Typ dabei. Nur diese 47 Kiloohm. Wenn da unterschiedliche dabei wären und irgendwas schief geht, ne, dann ist man teilweise schon mal sehr froh, dass man einfach hingehen kann und ja, lesen kann, was denn diese Farbringe gerade sagen, einfach um sicher zu gehen, dass man da nirgendwo irgendwas aus Versehen verwechselt hat. Deswegen, ja, wie gesagt, auch wenn es technisch nicht notwendig ist, eine Richtung bei allen Dingen einzuhalten,
kann da die Fehlersuche schon mal erleichtern. So, wenn wir die haben, sollten wir langsam auch mal anfangen, uns die Beinchen aus dem Weg zu schneiden, denn auf die Rückseite gucken, die sind hier hinten natürlich jetzt alle schön kreuz und quer im Weg. Das funktioniert natürlich auf Dauer nicht so, und da wir die nicht mehr brauchen, wir brauchen halt nur das Beinchen bis zur Lötstelle und dann ist auch gut, können wir den Rest einfach abschneiden, mit einem Elektronikseitenschneider oder ähnlichem, dann passt das. Diese Beinchen selber, wenn ihr sie nicht braucht, ich würde schätzen, in den meisten Fällen geht es eher Richtung Restmüll. Wenn ihr mit Elektronik rumbastelt, kann es sich auch lohnen, die aufzubewahren. Es gibt immer mal irgendwas, wo man ein ganz kurzes Stück Draht braucht, wo man was verbinden muss. Das ist dann ganz praktisch, wenn man ein paar davon auch mal auf Reserve hat. Was haben wir noch? Wir haben diese hier, die kleinen nicht polarisierten Kondensatoren. Das sind die mit den zwei Strichen hier. Auch bei denen gibt es eigentlich keine Richtung, aber wenn man sie halt so setzt, dass man sie später noch lesen kann, kann es halt bei Fehlersuchen wieder helfen. Und hier ist sogar bei allen 103 noch dabei gedruckt. Das heißt, wir sind auch sehr sicher, dass da eine 103 hingehört. In den meisten Fällen hat man von denen aber ohnehin eher selten unterschiedliche Werte. In den meisten Fällen werden die einfach nur zum Entkoppeln benutzt, dass, wenn irgendwas geschaltet wird, nicht durch die Drähte oder so die Spannung hier zu stark abfällt. Es sorgt halt einfach nur dafür, dass das Ding am Ende stabiler läuft. Beim Schneiden im Übrigen am besten hingehen und nicht auf der Lötstelle schneiden, sondern ein bisschen drüber. So eine Lötstelle, die ist nicht immer so stabil. Hier die beiden, die sind relativ nah beieinander, sollten sich aber nicht berühren. Gerade nochmal heiß machen und sicher gehen. Ja, okay. Da berührt sich nichts, das passt. Müssen wir noch, der Schalter ist noch relativ klein, oder Taster ist es ja. Der kommt hier unten hin, der ist rechteckig, das heißt also, der passt auch nur in eine Richtung da rein. Dann unsere beiden Kondensatoren, die Elkos, da muss man aufpassen, die haben eine Minus- und eine Plusseite. Minus ist mit einem weißen Streifen gekennzeichnet und hier ist auf dem Board dann auch eine weiße Fläche, eine weiß schraffierte Fläche, da wo der Streifen hingehört. Die sollte man also nicht falsch rum einbauen. Und der so rum. Zack, zack. Ich biege die Drähte immer ein bisschen nach außen, dann fallen die Dinger nicht raus, wenn ich hier das ganze PCB einmal rumdrehe. So, fehlt im Prinzip nur noch der Sockel an Komponenten, die direkt drauf kommen. Und dann später noch die Drähte zum Lautsprecher. Sockel muss man auch wieder gucken, der hat auf einer Seite so einen Halbkreis, der hier rausgeht. Ich denke, hier kann man den rechts sehen. Der gehört zum Halbkreis hier unten. Und dann später bei dem IC gibt es auch meistens irgendeine Art von Halbkreis oder ähnlichem. Und ich merke gerade, das hier geht nicht so gut, weil der ist doch tiefer als die beiden Kondensatoren, wie wir hier sehen können. Das habe ich nicht beachtet. Das heißt, ich biege mir mal hier zwei Pins gerade nach innen, weil sonst fällt er mir tatsächlich raus, wenn ich das Ding hier rumdrehe. Alternativ könnte man hingehen, von unten irgendwas gegenlegen, so nicht rausfällt. Aber man muss natürlich aufpassen, wir löten halt hier mit ein paar hundert Grad, das wird dann im Zweifelsfall auch heiß. Das Metall von den Beinchen und den Federn oben, das leitet das Ganze halt weiter nach oben. Das heißt also, wenn man da irgendwie ein Plastik oder so hinmacht, besteht die Gefahr, dass das tatsächlich am Ende schmilzt. Soweit so schön. Holen wir uns hier mal jeweils noch einen Draht. Meistens macht man schwarz, zum Beispiel für Ground. Wow. Okay, und die Farbe für Signal. Das hier ist wirklich ganz günstiger Draht. Normalerweise kann man so ein bisschen festhalten und einmal kräftig dran ziehen, aber der hier, der geht direkt durch. Es geht besser mit alten Zangen so abisolieren, die halt nicht ganz so spitz sind vorne. Da ist dann weniger Chance, dass man was abreißt aus Versehen oder durchschneidet. Wie gesagt, mit einer Abisolierzange geht es auch einfacher oder halt anderen Draht benutzen, weil der hier, der ist wirklich sehr instabil, so wie auch. Ich meine, ihr habt gerade gesehen, ich habe hier vorne gezogen und er ist hier hinten abgerissen. Also ja, der ist qualitativ, ist hier dieser Draht schwierig. Na gut.
Viel ist nicht mehr übrig geblieben, so lang war er mal. Also, ich weiß ja nicht. Ich mach mal direkt die anderen Drähte auch noch. Die brauchen wir eh direkt danach. Wir brauchen 2 Stück, die zum Lautsprecher gehen. Und 2 Stück dann später für die Stromversorgung. Hier ist jetzt nichts dabei für Stromversorgung, aber wir haben ja gesehen, 5 Volt oder ja, 4,5 bis 5 Volt, irgendwie sowas in die Richtung. Das heißt, man kann entweder hingehen und einen Dreifach-Batteriehalter sich besorgen, wo dann 3 AA oder Triple A-Zellen reinkommen. Also 3 mal 3 A oder 3 mal 2 A. Oder man geht hin und macht USB dran. USB ist standmäßig ja auch 5 Volt. Damit könnte man das auch machen. Zum Beispiel, wenn man irgendwie eine alte Maus oder so hat, die man entsorgen möchte. Vielleicht vorher mal das USB-Kabel abschneiden und als Ersatz das dann dran löten. Wie gesagt, normalerweise Farbe ist Plus, Schwarz ist Minus in vielen Fällen. So mache ich das jetzt hier. Das heißt, ich gehe bei Speaker hin, also SPK für Speaker, mache ein schwarzes und ein gelbes Kabel einmal hier durch. Löte die dann schon mal hier auf der Platine fest. Nö, ich sehe nichts. Dann bestimmen wir das selber und machen das so, wie es uns das gerade passt. Bei besseren Boxen gibt es teilweise eine Plus- und Minus-Sache. Das ist technisch nicht direkt notwendig dafür, dass es funktioniert. Aber wenn man Plus und Minus vertauscht, kann teilweise der Ton schlechter werden. Deswegen, wenn es um Soundqualität geht, Plus und Minus bei Boxen. Wow, du hast tatsächlich das Pad schon abgerissen. Na ja, gut, zum Testen müsste das reichen. Würde jetzt normalerweise sagen, okay, noch einen Tropfen Kleber drauf machen oder sowas. Aber ja, gut. So, die beiden anderen Kabel, schwarz und gelb, dann für die Stromversorgung. Auch da an Plus und Minus. Und theoretisch sind wir damit fertig. Also, fast. Der hier muss natürlich noch in seinen Sockel rein, der 555. Aber erstmal würde ich gerne testen, dass da nichts schief geht. Das heißt, ich suche mal meinen Multimeter, ob irgendwas auffällig ist. Ich bin jetzt hier im Modus Durchgang, das heißt, der piept, wenn ich hier irgendwo dran gehe. Jetzt messen wir mal von dem Minus hier, was am Kabel ist. Theoretisch müssten wir jetzt hier Minus haben. Müssten hier auf einem Pin Minus haben. Ja, kommt hin. Eventuell hier. Ja, da haben wir auf beiden Minus. Ja, da haben wir auf beiden ein Signal. Das sind 0,3 Ohm und das sind 7,2 Ohm. Okay, dann kommt hin. Hier drin ist eine Spule. Die hat einen relativ geringen Widerstand und das Multimeter hier meint jetzt, okay, der Widerstand ist so klein, das ist wahrscheinlich Durchgang. Ist aber nicht der Fall. Die andere Richtung, der Plus, der müsste auch dann hier einen Pin haben. Jo. Kommt hin. Sieht nicht so aus, ob wir irgendwelche Kurzschlüsse oder so haben. Dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Wobei, bessere Idee. Wir analysieren, was bei rauskommt. Wir haben ja hier unseren Schaltplan. Das heißt also, ich kann jetzt einfach mal hingehen, das Ganze durchrechnen. Das heißt, wir gehen mal rüber zum PC und rechnen, was wir erwarten. So, und ich habe das Ganze jetzt hier mal nachgebaut, den kompletten Schaltplan, so Pi mal Daumen. Ich habe es jetzt basiert auf dem Schaltplan, der aber dabei lag. Ich habe nicht nochmal extra nachgeguckt. Ich gehe aber davon aus, dass das ungefähr passt. Einzige Ausnahme. Hier unten habe ich einfach mal einen 32 Ohm Widerstand reingemacht. Das ist unsere Box. Ja, wir haben hier verschiedene Dinge, die aufeinandertreffen und verschiedene Sachen machen. Das erste, das ist unser 555. Der wird genutzt, um einen Takt zu erzeugen, also eine Frequenz, die wir dann hören können. Die Frequenz, die wird über das Verhältnis von diesen drei Widerständen bestimmt. Also je nachdem. Denn im Standardverfahren, wenn wir hier das benutzen, können wir gerade hier starten, dann sehen wir, wir kriegen hier unseren Strom rein, die 5 Volt kommen hier an, gehen über diesen Widerstand und der hier macht dann Spannungsteiler gegen den Kondensator hier unten und die Threshold-Pins hier.
Das heißt also, wir haben jetzt hier quasi einen Spannungsteiler aus 2x47 Kiloohm und 47 Kiloohm hier unten. Es sei denn, wenn wir den Taster drücken, dann fließt der Strom hier hinten rüber über diese Diode und dann hier unten drüber. Das heißt also, wir umgehen quasi den ersten Widerstand. Das heißt also, wir schließen den quasi kurz und haben dann nur noch 47. Stern, ja, die Diode hat einen Voltage-Drop, halbes Volt weniger. Aber ja, im Prinzip, was hierdurch gemacht wird, solange wir den Taster drücken, haben wir hier ein anderes Verhältnis, als wenn wir loslassen. Das heißt also, haben wahrscheinlich zwei unterschiedliche Töne. Einen, wenn wir drücken und einen, wenn wir loslassen. Speaking of loslassen. Hier hinten haben wir ja den Out. Da kommt der Ton raus über einen Kondensator auf unsere Box und wir sehen, dass sich da aktuell nicht wirklich was bewegt. Wieso das? Naja, um was bewegen zu können, muss der Reset hier auf High sein. Dieser Pin hier muss High. Wie kann der High gehen? Naja, ganz einfach. Wenn wir drücken, dann geht nämlich der Strom nicht nur über diese Diode, sondern zusätzlich auch über diese Diode und damit hier hinten auf den Reset. Das heißt, wenn wir drücken, dann geht hier das Ding an und macht einen Ton. Hatte ich jetzt nicht eben gesagt, dass wir auch einen Ton haben sollten, wenn wir nicht drücken? Yep. Denn zusätzlich zu dem Reset-Pin geht der Strom auch gleichzeitig hier unten auf die beiden. Und zwar lädt er diesen 10 Mikrofarad-Kondensator auf. Wenn wir jetzt hier oben aufhören zu drücken, ne, der Kondensator hat ja immer noch Strom. Das heißt, der liefert jetzt weiter Strom. Über die Diode kann er ja nicht. Also versorgt er weiterhin den RST. RST braucht nicht viel Strom. Deswegen gibt es zusätzlich den 47 Kiloohm hier. Das heißt, der entlädt sich auch zusätzlich noch über den hier und ja, wenn er leer ist oder unter der Schwellspannung von dem RST, ich schätze mal, das sind irgendwie so 0,6 Volt meistens, also 600 Millivolt, dann schaltet er wieder ab. Das heißt also, aktuelle Vermutung, wenn wir drücken, haben wir einen Ton, wenn wir loslassen, haben wir einen anderen Ton und nach einer gewissen Zeit hört der Ton dann auf und das Ding geht wieder aus. Können wir jetzt mal testen. Ich drücke jetzt und wir sehen, da unten kommt jetzt unser Ton. Oben links in die Ecke gucken, das sind 864 Hertz ungefähr, die wir als Ton haben. Wir sehen auch schön, oben haben wir unsere 4,5 Volt. Das sind die, die zum Reset gehen. Die dürfte dann gleich anfangen zu fallen, wenn wir hier loslassen. 4,5, weil 5 Volt geben wir rein. Wie gesagt, etwa ein halbes Volt über die Diode. Spannungsdrop. Also lassen wir mal los. Dann dürfte unten die 864 Hertz sich ändern. Und 735 Hertz und wir sehen hier oben auch, die Spannung sinkt immer weiter. Wie gesagt, so bei 0,6, also 600 Millivolt etwa, schätze ich, sollte er aufhören. Und was sagt er? 8, 7 und da hat es aufgehört. Ja, ein bisschen über 600 Millivolt. Können wir jetzt auch mal hier ein bisschen rauszoomen. Dann gucken wir mal, wie lange das Ding tatsächlich dann noch nachklingelt. Und da hat es aufgehört. Wenn wir jetzt hier gucken, das hier ist bei 12,7 Sekunden und der Start ist bei 11,8 Sekunden. Also sagen wir mal so 0,9 Sekunden lang nach dem Loslassen dürfte es dann noch klingeln. Das sind also jetzt unsere Werte. Die Frequenzen plus die Zeit. Das wird in der Realität nicht so aussehen, wie hier simuliert. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Einfach weil hier solche Widerstände oder Kondensatoren, die haben Abweichungen. Das sind gerne mal 10-20%, die daneben liegen können und trotzdem noch akzeptabel sind. Das heißt also, wir können irgendwas in dem Bereich erwarten, aber es kann halt durchaus ein bisschen abweichen. Also, das erwarten wir. Jetzt gucken wir, ob es auch wirklich so geht. Das heißt, ich mache den Pfeifer-Pfeife jetzt hier in den Sockel rein. Habt ihr gesehen, ich musste die oder habe die Beinchen ein bisschen nach innen gebogen. Und theoretisch müsste das jetzt funktionieren. Ich suche mir jetzt mal 5 Volt. Wie gesagt, kann man mit USB machen, kann man mit Batterien machen. Was war die Spannung, die hier vorgesehen war? Lasst gerade nochmal gucken. Ja, ab 4 Volt. Schade. Wenn es 3 Volt gewesen wäre, hätte ich gesagt, eine Knopfzelle tut es auch. Aber na gut. Ich werde jetzt hier ein Labornetzteil benutzen. Das ist ein bisschen sicherer, aber wie gesagt, Batterien und USB funktioniert auch einwandfrei. Das heißt also, wenn ihr sowas nicht daheim habt, kein Problem. Gut, wir nehmen uns mal wieder hier meine Käbelchen. Die machen wir dann hier einmal an mein Labornetzteil. Stellen das auf 5 Volt ein. Geben wir mal Saft hier drauf.
Mal schauen, was passiert. Wahrscheinlich nicht sonderlich viel, wenn der Lautsprecher hier mit der Schallseite nach unten auf den Boden klebt. Okay, ich habe ja auch noch nicht gedrückt. Dann drücken wir mal oder machen wir erstmal das Mikrofon dahin und drücken dann. Ja, schön klingt das nicht. Es ist halt ein Rechtecksignal. Schöner wäre natürlich Sinus oder sowas. Aber es ist ungefähr das, was wir erwartet haben. Wenn wir drücken, haben wir erst einen hellen Ton. Wenn wir loslassen, wird er dunkler und danach geht er auch eine gewisse Zeit weiter. Und zwar so lange, bis das der 555 sagt, okay, ist jetzt mal gut. Können es natürlich immer rumdrehen. Wie laut ist es dann? Okay, es ist sogar leiser. Na dann. Wie auch immer, er braucht hier auch ungefähr, ja, sagen wir mal 30 bis 40 Milliampere, wenn ich das Ding benutze. Das ist sehr überschaubar. Das heißt, auch mit einer Batterie kann man das sehr lange mit Krach machen. Dafür werde ich das dann wahrscheinlich einsetzen, so als kleiner Hinweis, wenn hier meine Stromversorgung irgendwo abhanden kommt. Dann soll der hier mich darauf aufmerksam machen, dass da was nicht stimmt. Das heißt, auch wenn das hier eigentlich nur ein Lötbausatz ist, um zu lernen, wie man lötet, ja, bei mir kriegen die in den meisten Fällen am Schluss dann zumindest noch irgendeinen Einsatz und landen nicht direkt auf dem Müll. Und dann kann der hier auch weiter vor sich hin piepen. Ah, und da ich es fast vergessen habe, gehen wir gerade noch mit dem Oszilloskop hier dran. Ich habe jetzt mal meine Probe hier über das Ding gemacht. Und dann gucken wir mal, was hier rauskommt. Und wenn wir jetzt mal hier auf die Ergebnisse aus dem OZI gucken, dann sehen wir, ja, wenn ich drücke, dann kommen wir ungefähr so bei 635 Hertz raus. Ist jetzt doch ziemlich weit entfernt von den 864, die wir berechnet hatten. Eventuell habe ich da tatsächlich dann irgendwas in meiner Berechnung vergessen, weil das kommt mir selbst mit den ganzen Toleranzen doch relativ hoch vor. Aber was auf jeden Fall stimmen müsste, wir hatten ja eh gesehen, dass der Ton runtergeht in unserer Simulation. Das haben wir ja auch schon gehört, dass er tiefer wird. Das sehen wir auch hier. Wenn wir nämlich aufhören zu drücken, dann sind es 566 Hertz. Ausgerechnet hatten wir 735. Also etwa wieder selber Abstand, den wir daneben lagen. Deswegen halt auch meine Idee, dass da irgendwo was mit der Komponente nicht ganz stimmt. Aber es soll auch mal egal sein. Zumindest das Grundprinzip, dass wir erst einen höheren Ton und dann einen tieferen Ton haben, das haben wir offensichtlich richtig vorhergesagt. Und was wir auch richtig vorhergesagt haben, ja, das ist tatsächlich die Dauer, wie lange das Ganze also nachklingelt, sage ich mal. Da hatten wir ungefähr 0,9 Sekunden gesagt. Und wenn wir drauf gucken, hey, etwa 0,9 Sekunden, bimmelt das Ding nach. Also zumindest an der Stelle war die Simulation dann mal mit der Realität ziemlich perfekt übereinstimmend. Na gut. Ja, ich würde sagen, wir haben berechnet, was das Ding macht. In der Realität kommt ungefähr das raus, was wir berechnet haben. Und damit würde ich sagen, das Ding hier tut, was es soll.